So, herzlich willkommen zu Tag 3 der Euro 2020-21 Special Gedönse. Und da der Spiegel gesagt hat, hey Moment, das ist ja eine langweilige EM. Und das war damals alles cooler unter Paul Gascoigne, Gazza, ja, der betrunkener war als, glaube ich, Mario Basler jemals. Machen wir mal. Gazza Superzocker. Geil, ne? Bin mal gespannt. Liverpool gegen Tottenham. Dann spielen wir mal Liverpool gegen Tottenham. Okay. Was geht denn hier? Was soll denn der Quatsch? Hä? Die Steuerung ist ja ganz für den Arsch. Was soll denn der Blech? Also das ist ja... Hat eine 2. Ja, würde ich aktuell auch sagen, nicht zu Unrecht. So. Ich hab den Ball. Boah, du kannst ja hier gar nicht schießen, ey. Das ist ja schlimm, ey. Das ist ja... Da ist aber hoffentlich der Gascoigne ein bisschen ausgeflippt bei dem Titel, ja? Alter, ist das schlecht. Alter, ist das grausam. Wer macht solche Spiele? Oder wer lässt solche Spiele los? Boah, du. Ey, du kannst weder passen noch... Da geht nichts richtig. Das ist sowas von unpräzise. Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht Fußballspiele so scheiße machen. Ich gehe jetzt mal einfach mit dem Ball ins Tor. Ist mir jetzt zu doof. Tor! Ausgleich! So, ich glaube, jetzt habe ich auch die... Das übliche Niveau, was man für dieses Spiel haben muss. Und schon wieder liege ich hinten. Paul, jetzt hat auch European Soccer Challenge gemacht. War das genauso gut? Alter, ist das ätzend. Alter, ist das schlecht. Boah, ist das kacke. Es ist einfacher, mit dem Ball durchzulaufen, als zu passen. Was ist das denn für eine Scheißlogik? Da, das geht besser. Warum machen die sowas? Alter, ist das schlimm. Alter, ist das schlimm. Also das ist echt das Einfachste, dem Gegner den Ball wegnehmen und aufs Tor zu rennen. Das ist echt das Einfachste. Boah, ist das eine Scheiße.
Boah, ist das grausam. Und da tun wir uns tatsächlich gleich noch eine zweite Hälfte an. Ist das geil? Es ist unglaublich, ey. Ja. Spitze. Seid ihr begeistert? Hat er die Zeichnung für den Terminator gemacht? Ja, ich meine, muss man sagen, er hat, was Fußball angeht, die gleiche Bewegungsabteilung hingekriegt. Da, du musst echt nur mit dem Ball durchlaufen. Ist das... Ach, jetzt machen wir noch ein Eigentor. Ach, das Eigentor hat nicht gezählt. Hä? Ach nee, ja, doch, nee, doch, doch, das war kein Eigentor. Doch, 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 das war alles richtig. Okay, das war ein normales Tor. Alles klar. Boah, ist das Kacke. Alter. Das hat dem Fußball nicht gut getan. Alter Schwede, ey. Ist das scheiße. Komm. So, ich führe wieder. Hä? Nee, wieso? Das war jetzt... Hä? Das war jetzt Eigentor? Ey, was? Boah, ist das ein Dreck. Alter, ey, das ist... Das ist Körperverletzung. Mein Gott. So, jetzt will ich aber doch noch. Na, jetzt nimmt er den Ball weg. Jetzt, wo er führt, jetzt dreht er durch. Da, ich brauche gar nicht mit Torwart spielen, weil ist eh jeder Schuss ein Treffer. Jetzt bewegen sie sich gar nicht mehr? Habe ich den DLC für die zweite Halbzeit nicht bezahlt, oder was? Alter, ist das scheiße. Boah, grausam. Grausam. Alter. Gehfußball, das ist, ich habe da noch andere Meinungen zu. Was ist das scheiße, ey. Das hat 2 Punkte gekriegt? Ich verstehe gar nicht, warum. Alter. Mache ich wieder ein Eigentor? Ja, es wäre wieder mein Tor. Boah, ist das ein Scheiß! Boah, gleich ist vorbei. Alter, ist das ein Kackspiel! Boah! Warum haben die das gemacht? Warum gibt es da keine Gesetze gegen?
Alter, ist das scheiße. Der Heretic-Umlaut will unbedingt als nächstes Gaza 2 sehen. Und weil ich wahnsinnig bin, spoil ich jetzt, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Wird das wehtun? Das soll besser... Gibt es ein Fußballspiel, das eine schlechtere Bewertung als 2 hat? Wahrscheinlich nicht. Oh ja. Ja, ich habe euch ja schon gesagt, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also, morgen wird es dann Gaza 2 geben. Und wir haben ja noch viele Fußballer, die ihre Namen hergegeben haben für solche Top-Titel. Das gehen wir alles durch. Und dann gucken wir mal, was wir nach dem C64 machen. Oh, 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 oh. Ich bin mal gespannt, ob wir solche Qualität dann auch bei den Olympischen Spielen haben. Wahrscheinlich schon. So, ich bin euer Mr. Venom 1974. Mal gucken, ob heute Abend noch was kommt oder nicht. Das weiß ich nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie der Tag so wird. Aber wir hören uns spätestens morgen auf jeden Fall wieder. Jetzt, solange die Europameisterschaft rennt und die Olympischen Spiele täglich. Ich betone täglich. Ob ihr wollt oder nicht, es ist mir scheißegal. Dann müsst ihr durch. So. So, wir sehen uns. Macht keinen Blödsinn, genießt den Sonntag. Macht irgendwas Sinnvolles. Ich kriege gerade wieder Nachrichten. Schreibt mir gerade wieder was. Sollen sich, ganz ehrlich, die Leute sollen sich mal einen Job suchen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, dass die Leute sich einen Job suchen sollen. Das ist mal ganz wichtig. Dann sage ich denen das auch. So, ihr seid die Besten. Ich bin noch besser. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Bis dann. Ciao.